Ich kann's ja wirklich kaum glauben, aber wir suchen immer noch diese vermaledeite Raupe, die mich zum Narren halten will. Und wie komme ich denn hier weiter? Bowser, kannst du mir helfen? Ah ja, okay. Da dachten wir alle in der letzten Folge, wenn wir dieses doofe Sternenpuzzle lösen und die Tür öffnen, dann kommt es zur Konfro und wir können unsere erste Sternenserie erobern, aber nein, das blöde Vieh flüchtet erneut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin falsch abgebogen. Naja, gut. So falsch auch wieder nicht. Hier sind 100 Euro. Ne? Lässt man ja nicht liegen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier einfach rüberfliegen können. Zack. Da ist auch noch ein Block unten. Muss ich mal schauen. Und da auch? Was zur Hölle? Moment mal. Ich glaube, wenn wir Bowser hier... wenn wir Bowser hier wegpflanzen, kommen wir an beide ran? Also an den auf jeden Fall. Da sind noch ein paar Groschen. Für die Cocktailbar heute Abend. Und ein Sternbonbon. Ja, nice. Schön lutschen. Ihr mögt das ja, wenn ich das Wort sage. Keine Ahnung, was ihr mit dem Wort habt. Seltsam. Kann ich mich da runterfallen lassen? Laut Karte ist das nicht so eine gute Idee. Was passiert denn, wenn ich Bowser jetzt rüberhole? Es leuchtet. Na gut, dann flicke ich mal da rüber und da auch. Weil ich möchte wieder rauf, wenn es geht. Die Schatten von Mario und Luigi brauche ich gar nicht. Ist eh cooler, wenn es so düster ist. Hier auch wieder fliegen. So, dann ist hier doch bestimmt ein Block. Ja, mit einer Supernuss. Gut. Hätte man mir jetzt auch was Krasseres geben können für, aber will mich ja nicht beschweren. Da geht's weiter. Hier ist ein Dulli. Der Dulli wird verprügelt. Okidoki von Luigi. Passt ganz gut. Oh, zwei von den Knechten gleich. Wäre mir ganz lieb, wenn die mir ihre Schlagknüppel da geben könnten. Weil die sehen brutal aus. Ach komm, hau mal einen Fassgeballer raus. Das nächste Mal, wenn ich einen Shop sehe, hole ich mir einfach genügend Siruppe und dann braucht man gar nicht mehr auf die BP schauen. Außer das Geld geht mir aus. Das kann auch passieren. Aber da wollen wir gar nicht dran denken. Jetzt wird sich erstmal schön gegönnt. Luigi ist langsamer. Wie kann man denn langsamer als diese komischen Viecher da sein? Luigi, du solltest dich wirklich mal hinterfragen. Das geht so nicht. Bros Blume. An sich wäre das auch ein guter Kampf für meinen Angriffsbuff gewesen, aber ich will den jetzt nicht verschwenden, weil ich nicht weiß, wie weit die Raupe noch entfernt ist. Und ich will das natürlich ready haben, wenn wir auf die Raupe treffen, ist klar, ne? Denn auf diese Drecksraupe habe ich mittlerweile so eine Wut. Fast schon wie im alten Let's Play. Ich will die sowas von zerbersten, Alter. Oh, noch ein Fuffi. Hä, warte, wie komme ich jetzt nach ganz unten? Ach so. Okay. Okidoki. Ach ja, die Dinger da im Background sind übrigens doch keine DNA, weil es nur eine einzelne Spirale ist. Und DNA ist ja eine Doppelhelix. Aber was ist es dann, Bruder? Was ist es dann? Das übersteigt mein Wissen. Lecker Handschuhe. What? Kann man ständig an denen nuckeln oder was? Wenn ja, wie schmecken die denn? Nach Pommes? Dann will ich sie haben. Machen alle darin gehaltenen Lebensmittel lecker. Dadurch haben alle im Kampf eingesetzten Heilitems den doppelten Effekt. Ja, ist echt nicht so verkehrt. Kann man machen. Was haben wir denn stattdessen? Frohband. Bartwert ein bisschen erhöhen. Nee, du, ich bin so ein Bartfreund. Sogar im Real Life mittlerweile. Früher war das anders. Da war ich so ein Freak und hab mir das alles immer quasi täglich abrasiert.
Heute so halt teilweise 2 Wochen nicht. Okay, hat auch mit der Faulheit zu tun, ich geb's ja zu. Aber auf der anderen Seite, ja, finde ich es optisch mittlerweile ganz schön anzusehen. Gut, 2 Wochen ist ein bisschen zu heftig, aber eine Woche geht voll klar. Mann, Luigi, du regst mich jetzt schon wieder so brutal auf, ne? Vorhin zu lahm, jetzt hat er sich wieder von hinten überrumpeln lassen, ähnlich wie mit der Raupe. Ach, der Typ kann auch antäuschen? Naja, ging sowieso auf Luigi, der bewegungsunfähig war. Und nochmal die Brosblume. Beste Option, weil es halt sehr effektiv ist und nicht so viel BP kostet. Auch wenn ich mich frage, warum das Ding gegen so viele Gegner hier drin effektiv ist. Gegen Pflanzen und so, verstehe ich. Aber warum? Warum bei denen? Was ist der Grund? Komm, nochmal, dann sind wir sie los. Oder die Synapsen. Die Synapsen haben auch auf Feuer reagiert. Hä? Brennen die durch oder was? Gut, bei Bowser mit Sicherheit. Aber das kann nicht der Grund sein. Ich denke nicht. Da muss irgendwas anderes dahinter stecken. Ja, läuft. Aber ich denke nicht, dass wir noch ein Level-Up erreichen werden, bis wir die blöde Raupe endlich mal erwischen, oder? Naja, nee, da müssten ja noch 8 Gegner oder so kommen. Oh, da sind einige. Oh, schön, mit dem Hammer haben wir sie langsamer gemacht. Das könnte reichen für Luigi. Und weißt du was, ich packe jetzt doch mal den Angriffsboost aus. Yeah. Weil, ja, es ist ja auch bald wieder voll. Und wir aktivieren das Fassgeballer. Das war Luigi, Mario, Luigi, Mario, das ist auch Mario. Und in der Mitte ist noch Mario, der kommt aber als letztes, wie es aussieht. Boom, Chakalaka. 2 Leben noch. Ja, die kriegen dann halt wieder die Blume. Oder reicht das? Ja, es reicht gerade so. Luigi hat nur noch 6 BP. Boah, wenn es nicht gereicht hätte, hätte er mich nochmal getriggert. Dann hätte ich aber wirklich ein ernsthaftes Wörtchen mit ihm reden müssen. Weil so geht's nicht. Kapiert? What? Warum lebt dieser Cake noch? Komm, verbrenne. Oder lass dich von mir zerstampfen. Gut. Ah, super. Und der Orden ist wieder voll. Es läuft von der Hand. Wirklich. Wunderpilz-Steaks. Ich hoffe, den werde ich nicht brauchen. Oh, Speicherblock laut Karte. Ist es jetzt endlich soweit? Wenn wir diese scheiß Raupe erwischen. Was ist das denn hier? Das sieht sehr sonderbar aus. Kann ich da graben? Nö? Okay. Ich frag ja nur. Warte. Hä? Doch, natürlich kann ich da graben. Also nicht oben, aber hier. Ja. Okay. Was auch immer das ist. Ist gut für mich. Öffnet mir Tür und Tor. Was? Noch ein Wunderpilz Deluxe? Alter, mach mir keine Angst. Die Raupe ist eklig, aber so krass? Naja, Heilung muss schon sein, ist klar. Aber bin dann noch ganz guter Dinge, dass wir sie vernichten werden. Was? Ach ja, ich hab kein normales mehr. Ach, scheiße. Ich wollte jetzt noch normale Sirupe verteilen, aber ich hab keine mehr. Okay, das ist ein Problem. Weil ich möchte jetzt ungern Super-Sirupe wegen den paar BP da verschwenden. Oh, das wird eklig. Aber dann müssen wir das eben im Kampf machen. Ist halt so, ne? Jetzt wird erstmal gespeichert. Und nun Attacke! Wo bist du? Hör auf zu flüchten!
Luigi, du hast bereits versagt. Lass es. Mario, du kannst es auch nicht besser. Die kann sprechen? Jetzt ist aber gut. Warum verfolgt die Rubizia so unermüdlich? Was wollt ihr eigentlich von Rubizia? Jetzt fangt nicht an zu diskutieren hier. Pardon? Der Weserstern? Hat das ein Peach entführt? Das Pilzkönigreich ist in Gefahr? Ja. Du liebe Goethe! Das ist eine nie dagewesene Tragödie! Ihr habt Rubizia Mitgefühl! Pardon? Leute, Rubizia ist Sternserum! Oh yeah! Das ist keine besonders bescheidene Bitte! Habt ihr noch Beweise für diese Behauptungen? Ja, guck NTV. Ihr müsst wissen, dass dieses Sternserum Rubizia allein anvertraut wurde. Daher müsst ihr Rubizia erst eure Glaubwürdigkeit beweisen. Oh, ist es wirklich lästig? Eine verzwickte Lage. Ihr gebt wahrscheinlich erst Ruhe, wenn ihr das Serum in euren gierigen Händen haltet. Die Unverfrorenheit mancher Leute ist nicht zu fassen. Also bitte, ein solcher Wutausbruch ziemt sich doch nicht für einen Erwachsenen. Wie unterhaltsam. Erst flüchert diese Scheißraupe und jetzt will sie mich auch noch verarschen? Was erlaubst du dir? Wenn ihr so hartnäckig auf dem Serum besteht, dann lassen wir das Kampfgeschick entscheiden. Na gut. Wenn ihr über Rubizia triumphiert, soll das Serum euch gehören. Einverstanden? Na los, Rubizia-Kampfsequenz einleiten. Mario. Du willst es nicht anders. Soll ich dir was sagen? Ich hätte dich so oder so zertreten, du Scheißvieh. Was ist das denn? Kann ich das attackieren? Nein, ich kann es nicht attackieren. Ich würde sagen, wir hauen von Anfang an voll drauf. Also, Angriffsbuff! Und wir versuchen sie zu stunnen. Ich glaube zwar nicht, dass es bei Bossen geht, aber ein Versuch ist es wert. Gummiball! Hat ja auch zuletzt immer ganz gut funktioniert mit dem Gummiball. Ich hasse diese Raupe! Zwar kann sie jetzt da nichts dafür, aber... What the fuck? Warum wurde dieser Angriff gerade so komplett verkackt? Das war ja sogar noch schlechter als beim allerersten Einsatz. Nochmal, ihr Flachzangen. Weiter! Was geschieht da? Dieses komische Zepter, es füllt sich. Je mehr Damage sie kassiert. Okay, hat gesessen diesmal. Die Katastrophe vom letzten Mal. Wieder etwas ausgeglichen. Und was ist das? Willst du mich betören? Tut mir leid, ich stehe nicht auf Raupen. Also so gar nicht. Ach, jetzt kann ich das Ding auch attackieren? Warte mal. Zauberstab und Hüterin Rubizia. Was zur Hölle? Also das Ding hat das Vieh auf jeden Fall größer gemacht, aber was kann das Teil noch? Wir machen mal das Fassgeballer. Mich interessiert, ob es Schaden kriegt oder ob es mit null abgeblockt wird. Vielleicht kann ich das irgendwie zerstören. Ich glaube, dass es... Rubizia noch heilen kann. Ach so, nein, nein, jetzt check ich's. Wir haben es gerade gelehrt, oder? Was? Was ist das denn für Scheiß? Okay, gut. Aber das Ding ist jetzt zwar leer und ich dachte, dann wird Rubizia wieder klein, aber irgendwie ist nichts passiert. Irgendwie ist nichts passiert. Lohnt sich da ein Trampolin? Sind die drei Runden Angriffsbuff eigentlich noch aktiv? Ich weiß gar nicht, wird das irgendwie angezeigt? Ich glaube nicht. Na super. Na gut, dann Trampolin. Hab auch überlegt, ob jetzt vielleicht BP-Recovery ganz gut wäre, aber... Bin mir eigentlich sicher, dass die drei Runden noch nicht rum sind. Dass das nicht angezeigt wird, ist echt kacke. Oder ich check's nicht. Warum war das jetzt nur ein Super, Bruder? Was ist denn jetzt hier los? Irgendwie versagen wir voll. Nochmal Trampolin. Das Teil ist doch schon leer, oder?
Ich bin mir halt echt nicht sicher. Okay, dann Gummiball. Jesus Christ. Wobei ich den echt nicht mag. Mag ihn einfach nicht. Ah, jetzt ist es leer. Weil jetzt glitzert es nicht mehr. Ach so. Ja, dann greif doch die andere Scheißraupe an und nicht nur den Zauberstab, dummer Scheißball. Ja, so muss es sein. Ich glaube, jetzt wird sie auch wieder klein, oder? Tatsächlich. Ja, okay, gut. Dann haben wir doch eine gute Taktik gegen sie. Aber mit jedem Hit, den das Teil kassiert, fühlt sich der Zauberstab auch wieder. Man muss also gut abwägen, wie man sich verhält. Ja, es ist zwar ein bisschen holprig gelaufen, aber es hätte auch schlimmer sein können. Wir haben immer noch alles im Griff. Sie hat uns kaum Schaden gemacht, das ist das Wichtigste. Und jetzt wird wieder reingepfeffert. Fast geballert. Eigentlich ist Fastgeballer und Gummiball so das Beste, was du hier machen kannst. So. Richtig reingescheppert, aber dadurch wird sie jetzt auch wieder größer. Ich denke, das erhöht einfach nur ihren Angriff. Oh, was wird das denn? Was ist das für ein Scheiß? Nein! Die Position getauscht! Das habe ich gar nicht gesehen! What the fucking hell? Jesus Christ, was ist das für eine Scheißattacke? Das hat mich richtig hart zerstört und Verteidigungsminus auch noch reingedrückt. Was eine Drecksattacke? Ich hasse solche Attacken, ihr wisst das. Okay, nochmal Fastgeballer. Wir müssen treffen. Sie und das Herz. Los, Leute. Mario, Luigi. Das ist Mario. Ein paar Mal Luigi vermutlich. Jo. Und nochmal Mario. Schön. Okay, das Drecksteil ist fast wieder leer. Es ist fast wieder leer. Ich glaube, ich spring mal normal. Das könnte reichen, oder? Boom. Ja. Super. Okay, dann haben wir die Phase eigentlich ganz gut überstanden. Außer der erste Angriff. Das war halt richtig Mist. Aber hat mich auch sehr überraschend getroffen, dass sie einfach unsere Positionen tauschen kann. Ist ja unglaublich. Trampolin! Wir brauchen dann schnell wieder diesen Angriffsorden. Der muss sich füllen. Come on. Dann können wir sie killen. Vor allem, wenn sie klein ist. Aber wir haben jetzt schon fast 800 KP abgezogen gleich. Wie viel hat die denn? Bam! Okay. Wutphase. Hat noch eine Menge KP offensichtlich. Fastgeballer. Aber nächste Runde können wir finishen. Oh, das ist diesmal ein bisschen schwieriger, sich zu merken, wo wer war. Aber läuft. Yes! Ist es voll? Okay. Sie wird aber auch wieder größer. Dann erstmal die Attacke ausweichen. Wobei, es wird nicht ganz gehen, aber... Überstehen! Oh, fuck. LOL! So viel zu überstehen! Junge! Scheiße! Ich bin so furchtbar schlecht bei solchen Attacken, das ist unfassbar. Moah! Was? Macht sie das nochmal? What? Was ist das? Ich konnte gar nichts machen! Was ist das für ein Scheiß? Luigi hat voll wenig KP. Zum Glück hat sie sich Mario ausgesucht. Was soll... Ja, LOL! Ich kann den Hammer verwenden! Woher soll ich das denn wissen? Ich habe jetzt einfach mal random A gedrückt, weil ich dachte, ich muss vielleicht rennen oder so. Ich konnte aber den Hammer verwenden. Woher sollte ich das denn wissen? Es wurde überhaupt nicht angezeigt. Komm, hau mal eine Supernuss jetzt raus. Du Drecksraupe, du Elendige! Wir brauchen beide BP. Fuck. Hör dieses Verteidigungs-Debuff von Luigi auch mal auf, bitte. No. Nicht schon wieder. Ich glaube, das macht richtig heftig Schaden, wenn sie mich jetzt erwischt, oder? Ja, wobei, eigentlich ist die Attacke ganz geil, weil du übelst kontern kannst.
Aber wenn du nicht weißt, dass du den Hammer verwenden kannst, dann ist es halt ein bisschen belastend. Nein, 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 nicht den Quatsch. Dammit. Ja, reicht auch mal. Die spammt die Attacke nur noch. Digga, wir müssen das Ding zerstören. Schnell. Okay, er hat BP, er hat BP. Und wir kriegen ja für 3 Runden Angriffsboost, also aktivieren. Und los jetzt. Fast geballer. Wenn es geht, möglichst den Zauberstab attackieren. Okay, Zauberstab ist gleich down. Gut. Gut, das ist ihr Ende. Das ist ihr Drecksende. Ich werde sie sowas von zerstampfen. Komm her, Mann. Und dann bei Mario reicht's, oder? Doch. Gummiball. Ist es das schon? Ich hoffe doch. Soll zermatscht werden. Und ich spucke dann auch noch in deine Überreste. Und... 180. What? Wie kannst du immer noch leben? Verpiss dich! Und wieso ist der Stab schon wieder voll? Was ist das für ein verrückter Kampf? Okay, Fastgeballer geht nicht. Aber Trampolin, ich geh jetzt nur auf die Raupe. Sie kann nicht mehr so viele KP haben. Komm schon! Wenn sie nochmal diese Zauberstrahlattacke macht, dann könnte es eng werden. Weil das ist eine richtig eklige Scheiße. Mario, flieg und sieg! What the hell? Okay, in dem Fall Sirup. Ganz dringend. Scheiße. Komm, mach wenigstens die Einsaugattacke, damit ich dich kontern kann. Ja. Nein, doch nicht. Ah, du blödes Scheiß-Fuckvieh. Warum bin ich so furchtbar kacke in solchen Drecksattacken? Das kann man sich ja nicht anschauen. Junge. What? Unser erster fucking Death. Luigi, wenn du jetzt verkackst, dann sind wir Game Over. Ich hasse diese scheiß Raupe. Wobei, warte, jetzt darf ich sie eigentlich nicht besiegen, sonst kriegt Mario keine EP. Bitte, stirb jetzt nicht. Stirb jetzt nicht. Okay, Bruder. Bruder, komm zurück. Normaler Wonderpilz reicht. Ich werde dir nicht die Ehre geben und einen Wonderpilz DX benutzen. Ganz sicherlich nicht, du ekelhafte Zacker-Raupe. Ich werde dich nie vergessen. Ich hasse dich so sehr. Das war im alten LP auch schon so. Ich weiß. Eigentlich noch sogar schlimmer, glaube ich. Wie viel gottverdammte KP hat das Teil eigentlich? Ich stimmte gar nicht mehr. Natürlich hat Luigi wieder keine BP, ey. Fuck. Aber es ist ja quasi keine Not am Mann, weil, die wird ja nur wieder größer, wenn sie häufig getroffen wird, oder? Okay, jetzt ist sie tot, endlich. Jesus. Oh mein Gott. Saugstiefel. Die Saugstiefel passen ja so wunderbar. Oh, lol. Aber das war der bisher schlechteste Kampf. Ich habe mich viel zu häufig treffen lassen und ja, eigentlich wollte ich es vermeiden, dass ein Bruder stirbt. Aber jetzt ist es doch geschehen. Und natürlich bei dieser Drecksraupe. Damn. Ja, ich muss es akzeptieren. Es kann nun mal nicht immer gut laufen. Leider, leider. Aber hier wenigstens nochmal +4 bei Bart. Oh nun, Luigi. Nee, KP auf gar keinen Fall. Machen wir bei ihm auch. But! Let's go.
Ach ja, wenn es sich mehr erhöht, als es sollte, dann hat das, glaube ich, mit den Rangeffekten und mit Ausrüstungsgegenständen zu tun. Verrecke! Moment mal, das sieht nicht so aus, als würde sie verrecken, sondern sie verwandelt sich in eine Art Flatter. Ihr habt Raupizia im Kampf besiegt. Außerdem habt ihr nun die Ehre, Raupizias wahre Gestalt zu erblicken. Auf einmal bist du mir gar nicht mehr so unsympathisch. Na, nicht übel, was? Ja. Trotzdem, ich will jetzt nicht mit dir ins Bett steigen oder so, ne? Raupizia gehört zu den Hütern, die über die Sternenseeren wachen. Die Seeren werden für den Fall aufbewahrt, dass der Finsterstern erwacht. Okay. Ihr habt schon einiges hinter euch. Es war Schicksal, dass Bowser Raupizia mit der Gigamöhre verschluckt hat. By the way, wie viel Ungeziefer steckt er eigentlich in dieser scheiß Möhre drin? Ich glaube, da sollte mal der Lebensmittelkontrolleur vorbeifahren bei der Farm. Es ist klar, dass wir durch ein Schicksal verbunden sind, das über unser Verständnis geht. Ich bitte euch, Raupizia, wir brauchen das Sternserum, um durch die Barrieren des Finsterns zu gelangen. Natürlich, bitte sehr. Warum nicht gleich so? Sternserum von der scheiß Raupe erhalten, die jetzt eigentlich ganz nice aussieht. Nun, damit ist Raupizias Aufgabe erfüllt. Raupizia wäre euch sehr verbunden, wenn ihr sie nicht weiter verfolgen würdet. Glaub mir, ich will dich nie wiedersehen. Raupizia wünscht euch viel Erfolg bei der Suche nach den übrigen beiden Sternseeren. Habt euch wohl. Euer Herr Newstal? Endlich haben wir eines der Sternseeren. Jetzt müssen wir wieder hier raus. Oh ja. Okay. Gerne. Oh my goodness, Alter. Was war das denn? Oh. Was ist das denn jetzt? Die Druckkammer. Ah ja. Welcher Druck denn, Bowser? Auch die Karte sieht ein bisschen komisch aus, sagen wir mal so. Ach komm, kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch. Ist doch schon wieder so eine perverse Anspielung, oder? Alter. Was macht der hier? Oh, ihr seid auch hier. Das Spinnennetz soll bedeuten, dass das Ding lange nicht mehr benutzt wurde. Armer Bowser. Ich habe herausgefunden, dass dieser Raum eine Verbindung zur Panzerpresse hat. Zur Panzerpresse? Genau, zur Panzerpresse. Nach meiner Berechnung verdoppelt die Panzerpresse das Körpergewicht. Und mit dem zweifachen Körpergewicht kann man den Boden unter Druck setzen. Wenn man diese drei Druckpunkte Wenn man die drei Druckpunkte stimuliert, wird die Panzerpresse wieder aktiviert werden. Im Augenblick scheinen sie ja inaktiv zu sein. Sie so zu stimulieren erscheint mir nicht sinnvoll. Es muss in dieser Kammer etwas geben, das diese drei Druckpunkte aktiviert. Mario, Luigi, seht euch mal um. Die Dinger da. Vielleicht? Nein? Was dann? Oder muss man da draufhauen? Okay. Das da? Ah! Okay, gut. Ich fühle mich komisch, was ist da los? Bowser, ich will es gar nicht wissen. Die Druckpunkte sind aktiviert. Gut gemacht, Mario. So, jetzt müssen wir die drei Druckpunkte stimulieren. Ist das euer Ernst?
Ist das jugendfrei? Bruder. Ich will gar nichts dazu sagen. Ist doch alles Absicht! Was ist passiert da? Viele neue Kraften im Körper. Es scheint ja, das bewirkt zu haben. Die Panzerpresse. Jetzt sollte er die Panzerpresse nutzen können. Hörst du mich? Du kannst die Panzerpresse einsetzen. Chippy, was, die Panzerpresse? Wie geht die? Wie? Woher weiß er denn das jetzt? Zuerst mal mit R die Aktionssymbole wechseln. Drücke dann Y, um hochzuspringen und nochmal Y, um wieder zu landen. Moment, Bowser kann doch gar nicht springen. What the fuck? Deine Stimme klingt irgendwie anders auf einmal. Ach wirklich? Nö. Ja, erst du nicht, vielleicht bekomme ich eine Erkältung. Ja, das ist. Pass einfach auf dich auf, ne? Aber warum probierst du die Panzerpresse hier nicht ein bisschen mal aus? Ja, okay, ich versuch's mal. What the hell? Dieses Spiel wird immer seltsamer, immer lustiger und immer zweideutiger. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nun tatsächlich, Bowser kann mittlerweile stampfen und springen. Das gibt wieder viele neue Möglichkeiten, die Welt zu erkunden. Super, Chippy, dass ich sowas kann, finde ich klasse. Das ist richtig praktisch. Ich würde mal sagen, dafür sollte man einen Daumen hoch da lassen. Das sehe ich ähnlich, Bowser. Ja, ich auch. Glück gehabt übrigens. Ist ja gut gegangen. Naja, grad so. Ich seh mich dann noch ein bisschen um hier. Achtung, fertig, los! Das Timing war jetzt nicht ganz so auf das, was er gesagt hat, abgestimmt, aber ja. Nun, ich wünsche euch weiterhin noch viel Glück. Fitter als man denkt, der Kerl. Genug Zeit verloren, auf zum Grübchenwald. Ein Stirn-Serum haben wir ja schon mal, aber... die Panzerpresse. Man kann sie noch woanders ausprobieren. Versuchen wir es mal.